Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2012, genau. Ja, wir sind wieder da, wir fahren in Valencia. Wo ist in Valencia? Ich weiß es gar nicht, ich habe keine Ahnung. Mir sagt die Abkürzung ehrlich gesagt nix. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Valencia, klingt nach Italien, ich bin mir nicht sicher. Ist doch scheißegal. Also, vorher wollte ich nochmal sagen, falls mein Mikro zwischendurch merkwürdige Geräusche machen sollte, abgesehen davon, dass es öfters mal kratzt, also diese komischen Störgeräusche im Hintergrund hat, oder dass da irgendwie mal der Sound fehlt, also mein Gelaber, dann liegt das am Headset, weil das langsam den Geist aufgibt. Ja. Technik ist auf jeden Fall super. Wie lange habe ich das Ding jetzt in Benutzung? Ein Vierteljahr. Spricht auf jeden Fall für Qualität. Liebe Freunde von Trust, es spricht für Qualität, dass das Ding ein Vierteljahr gehalten hat. Und jetzt den Geist aufgibt. Es ist super. Es ist super. Abgesehen von den Soundfehlern, die aber schon bestehen, seit das Ding in meinen Händen ist quasi. Ist doch scheißegal. Ich werde mir nie wieder was von Trust kaufen. Nie wieder. Wirklich nicht. Nie wieder. Und neues Headset. Also es wird kein Headset, sondern es wird dann ein Standmikrofon wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Muss ich mir irgendwie mal eins bestellen oder ich weiß doch auch nicht. Ja, so viel dazu. Wir legen mal los. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hey, höchste Geschwindigkeit ganze 316 Kilometer die Stunde. Ich bin ja, begeistert ist das falsche Wort, glaube ich. Aha, Formel 1 Grand Prix von Europa. Ich hab doch keine Ahnung. Warum Europa? Ich meine, ich fahre doch dann eh nochmal in Deutschland und in Spanien sind wir schon gefahren und in. Ja. Ist auch scheißegal. Entschuldigung, hab was im Hals. Was soll man machen? Unterbietet die Zeitvorgabe mit wenig Sprit, reduziert den Luftwiderstand der Vorderreifen 5%. 10 Minuten und 11 Sekunden, richtig? Okay, wir versuchen uns einfach mal. Ich weiß nicht, ob das was wird. In dieser Session führen wir einen Ausdauertest durch. Versucht die vorgegebene Rundenzahl innerhalb der veranschlagten Zeit zu absolvieren. Na super. Freue ich mich drauf. Oh Gott. Alter. Nette Kurve auf jeden Fall. Das kann ja lustig werden. Fünf Runden? Wie lange ist die Strecke? Wenn die sagen, dann 10 Minuten. Das war schon mal nicht gut. Wenn die sagen, 10 Minuten für 5 Runden? Alter, wie lange? Wie groß ist die Strecke? Was denn bei denen los? Oder müssen wir zwischendurch einen Boxenstopp einlegen? Liegt es daran? Ich weiß es nicht. Weil wegen wenig Sprit und so, aber da müssen wir eigentlich 5 Runden schaffen, oder? Wir müssen es ja so ausgelegt haben, dass man 5 Runden locker schafft. Eigentlich. Sollte man jetzt vermuten, aber man weiß ja nie. Gut, 32 Sekunden ist wahrscheinlich eine echt beschissene Zeit, weil wir vorhin mal rausgeflogen sind. Was ist denn das für eine komische Strecke hier? War irgendwelche Brücken drüber oder was? Huah! So, komm. Kann ich das anmachen? Kann ich, tatsächlich. Gut zu wissen. Falls wir auf eine Gerade kommen, können wir das gleich mal anschmeißen. Hier zum Beispiel. Juhu! So. Hat sich nicht so gelohnt. Kurve. Okay, hepp. Und. Huah, heppa. Ja, wie gesagt, die Ankündigung, die muss ich leider machen, weil ich zurzeit nichts anderes auch als Headset da habe. Und die Aufnahmen müssen ja doch dann da sein. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie tagelang einfach sagen, nö, wir machen nichts mehr. Mach so weiter, damit wir hilfreiche Daten sammeln. Weißt du, kann ich ja auch nicht machen. So, das ist mal rausgeflogen. Kann ich ja auch nicht machen. Das geht ja nicht. Abgesehen davon werde ich dann wahnsinnig. Weil das Aufnehmen, weiß ich nicht. Es hat sich irgendwie so, es gehört jetzt so irgendwie dazu, weißt du? Es ist jetzt so einfach drin in der Tagesplanung irgendwie, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich nicht aufnehme. Das klingt merkwürdig, ist es wahrscheinlich auch, aber macht nichts.
Gut, 1,54, also 1,55 pro Runde, das ist eigentlich okay. Wir sind zweimal rausgeflogen. Wenn wir das unterbinden, sollte es ja easy gehen. Easy peasy. 1,54 schnellste Runde. Ja, ich sehe schon einen mit 1,48 hier rumgurken. Alter, diese Kurven. Was man dazu sagen kann, es ist schön, dass es hier nicht so viele lange Geraden gibt. Das freut mich wegen Höchstgeschwindigkeit von unserer Karre und so. Und auch Beschleunigung, weil das ist ja ein Traum. Also, weißt du Bescheid, ne? Weißt du Bescheid, ne? Ja. Huch. Da kam gerade irgendwas geflogen. Da sind jetzt irgendwelche Pixel um die Ohren geflogen. Könnte ein Grafik... Nein, war, glaube ich, kein Grafikfehler. Das ist, glaube ich, Papier, was so lang geflogen ist oder sowas. So. Hoppa. Oh. Oh. So, es müsste aber von der Rundenzeit her passen, oder? Ja, doch. Also das mit den 10 Minuten 11, das kriegt man auf jeden Fall hin, denke ich. Es sei denn, wir fliegen wieder aus dieser Kurve hier raus, aber geht so. Klappt gerade noch so. So. Dödüm. Ich weiß nicht, was ich reden soll, es tut mir leid, weil ich mich so auf die Strecke konzentriere auch. Weil die schon, Alter, das wird auf jeden Fall interessant, hier Rennen zu fahren. Es wird interessant. Dann machen wir mal das mal wieder zu. Oh, 1,52. Na super, wir haben uns nochmal um 2 Sekunden verbessert. Ich denke, da würde noch mehr gehen, aber mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn wir unter 2 Minuten pro Runde bleiben, locker. Ist es eigentlich eine lockere... Oh, Angelegenheit, Entschuldigung. Wir haben noch nicht alle gewünschten Informationen. Die Session dauert aber noch lange genug, um weiter zu testen. Rundenzeit ungültig. Ihr leckt mich doch am Sack, Alter. Ich glaube, Takt oder was? Nee, warte. Okay. Ich versuche mal, auf die Bremse zu drücken, wie blöd. Naja, bringt nichts. So, wo ist jetzt... Alter... Wo ist denn jetzt? Jetzt sehe ich nicht mehr, ob Fraps gerade aufnimmt. Das ist natürlich ein Träumchen. Ah, jetzt ist es wieder da. Na toll. Na, leck mich doch am Arsch, Alter. Da war es gerade wieder. Jetzt. Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Aber jetzt ist es wieder da. Alles gut. Alles gut. So ein Scheiß. Aber wie gesagt, ich muss es halt sehen, ne? Weil, sonst am Ende siehst du da, weißt du, hast da deine anderthalb Stunden aufgenommen und dann. Wo ist denn die Aufnahme? Weißt du? Huah, ist das da? So, hinter uns sind 3 noch unterwegs. 4 sogar. 5, 6. Es sind einige auf der Strecke, wie es aussieht. Und wir blädern hier ganz schön lang. Muss man mal zugeben. Also ich meine, die Geschwindigkeiten von 1 sind natürlich extrem. Weil wenn man sagen muss, das sind 300 Kilometer, naja, sind da eigentlich gar nicht so viel. Muss man jetzt einfach mal so zugeben, wenn man bedenkt. In der Season Challenge haben wir auf der geraden Strecke auch mal eine 320 hingelegt. Oh, Entschuldigung. Nein, nicht drehen. Ach, leg mich doch. Mal jetzt ein bisschen Gas geben, aber ich denke, das ist ein Limit. Ja, doch, müsste ein Limit sein. Doch, alles easy. 1:22 Rundenzeit. Können wir machen. Oh, Alter, diese Kurve, ne? Ja, die Strecke ist jetzt schon super. Ich merke immer so über die Strecken jetzt. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich fahren kann. Ich weiß es nicht. Andererseits wären wir da nicht erst an der Gesamtwertung von der Formel 1, oder? Ich weiß es doch auch nicht. Hep. So, die Kurve ging gut. Hier machen wir mal das Ding an, dass wir hier noch ein bisschen Zeit ankriegen. Ja gut, das ist mal eine 2-Minuten-Zeit, aber ich denke, das ist auch voll kraftbar. Ja, wir müssen noch 2 Runden fahren, haben wir 6 Minuten rum. Ich denke, das ist okay. Ich denke, die Sache war im Zeitlimit. Die werden es ja auch nicht so gemacht haben, dass man unbedingt jede Runde eine 1,50 haben muss, um das zu schaffen. Das wäre schon fies, ne? Das wäre irgendwie schon scheiße. Aber okay. Es geht los. Ich,
Entschuldigung. Ich weiß es doch nicht. So. Vorsicht. Badum, badum, badum. Heute ist Freitag, wenn die Folge kommt. Ne? Ich bin ein bisschen später mit aufnehmen. Heute ist Donnerstag. Das ist ein bisschen peinlich, aber auch noch ein bisschen. Ich hänge echt mit den Aufnahmen zur Zeit hinterher. Es ist furchtbar. Ich weiß nicht. Alter, fahr zur Seite, Raikön. Raikön! Mann. Mach doch keine Scheiße, Junge. So. Vorsicht. So. Einmal hier rum. Oh, hat sogar sehr gut funktioniert. Du hast fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Ja, es ist doch nicht euer Ernst. Machen wir hier das Ding gerade auch, dass wir hier noch ein bisschen auf Speed kommen. Du machst voll damit für Drogen. Entschuldigung. Der Einzige, der in diesem Let's Play Drogen nimmt, ist eindeutig die Rennleitung. Ja, diese Strafenverteiler, Alter. Das sind die Einzigen, die ja Drogen schnupfen. So. Okay. Ja, Alter, wir sind so im Limit. Easy going, Alter. Easy going. Ich meine, viel mehr Zeit dürfen wir uns jetzt tatsächlich nicht lassen, aber es ist alles im Rahmen. Und von daher ist es schon mal okay. Wer ist denn da vor uns? Hamilton. Ach, der kleine Drecksack, der uns wieder nicht vorbeilassen will, wetten. Guck hier, der macht's richtig. Da bist du Paul Di Resta raus. Der macht's richtig, der lässt uns vorbei. So ein Hamilton würde uns jetzt wahrscheinlich nicht vorbeilassen. Wenn ich jetzt an ihn rankommen würde, was ich nicht kann, weil der wieder Gas gibt, wie so ein Vollidiot. Weil ihm seine Karre einfach besser ist, weißt du. Eigentlich sollten auch alle Formel 1 Autos gleich sein, wenn wir mal ehrlich sind. Gleiche Leistung, gleicher Aufbau und so. Damit es auch wirklich fair ist, weil ich guck mal bei mir. Wir schaffen gerade mal so 300 Sachen ohne DRS auf einer geraden Strecke. Wahrscheinlich auch noch mit Rückenwind oder so. Während die anderen auch gerne mal eine 320, 330 dahin legen. Auf der gleichen Strecke. Unter den gleichen Bedingungen. Und das ist so eine Sache, das ist echt. Da sind wir halt so krass im Nachteil, weißt du? Ich meine, wir sind Erste der Welt der Rangliste, das ist ja klar. Aber trotzdem ist es einfach von Nachteil, dass wir auf den geraden Strecken, auf so langen Geraden, einfach null Chance haben, unseren Abstand zum Vordermann zu verkleinern und zum Hintermann zu vergrößern. Hervorragend! Wir haben jetzt alle Daten, die wir in diesem Test brauchen. Super. 1,50 als Rundenzeit, Oh! Alter! Das ist mir ein bisschen peinlich, aber nur ein bisschen. Warte. Ja, Raikön lasse ich noch vorbei und dann ist gut. Dann können wir wieder auf die Strecke und Gas geben. Das war mir jetzt ein bisschen peinlich. Wir haben Hamilton bestimmt jetzt schön in die Reifen gestochen mit unserem Flügel. Ja, scheiß drauf. Halt die Fresse, Alter. Ohne Scheiß. Abgekühlt. Ist mir egal, ob die Rundenzeit ungültig ist. Das ist Klassement. Was ist das für eine Strafe, Freunde? Es interessiert mich nicht, ob meine Rundenzeit ungültig ist. Es interessiert mich nicht. Jedenfalls nicht im Klassement. Im Qualifying ist es wieder was anderes, aber im Klassement ist das so scheißegal einfach. Weil erstens fahren wir eh nicht nur eine Runde. Und zweitens dient das Klassement irgendwie eh nur dazu, hier so Verbesserungen für den Motor rauszuhauen. Oder für den Wagen allgemein. Oder halt für unsere Boxencrew, für unsere Freunde da am Monitor, dass sie dann nochmal sagen können, okay, da müssen wir nochmal gucken, dass wir unsere Anforderungen hoch bzw. runterschrauben. Und ganz ehrlich, da ist mir eine ungültige Rundenzeit sowas von scheißegal. Solange ich wieder 10 Plätze nach hinten verlegt werde, ist alles gut. Weil ich weiß nicht, ob wir hier großartig irgendwo vorkommen werden. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben jetzt zwar nicht so extrem viele lange Geraden, aber
die würden halt schon reichen, um dass unser Vordermann uns wieder abhängen könnte, ein ganzes Stück. Weiß ich nicht. Fände ich nicht so geil. Fände ich jetzt nicht so geil, muss ich zugeben. Ja. Weiß ich nicht. Muss sie nicht sein, meine Freunde. Uiuiui. Ich hab die Boxengasse verpasst, ne? Ich voll Idiot. Ja, scheiß drauf. Wir lassen die gerade mal vorbei. Gut, wir lassen die drei vorbei, gar kein Problem. So, jetzt steigen wir auch wieder ein. Wo sind die Einfahrt zur Boxengasse genau nochmal? Ich glaube, bei der letzten Kurve muss man da irgendwie gerade, also nicht so ganz... Da leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist doch nicht wahr. Das ist die Scheißkurve. Ja. Die wird bestimmt im Qualifying noch lustig. Diese Schikanen bei Formel 1 sind ja eigentlich so dieses, ne? Oder Kurven wie diese. Autsch. Ach, guck mal, Gummi ab rüber vom Reifen. Hey. Hat man ja, je, lange nicht. Sieht es aus, wenn ich stehen bleibe? Sieht irgendwie, sieht aus wie ein Reifenprofil, wenn ich ehrlich bin. Ich fehle mich gerade mal ein hier. Schreibe mal hier so ein bisschen, dass die vorbeikommen können. Sehr gut. Ach, Rosberg, auf der 7, Alter. Dass wir dominieren, ist echt peinlich. Mit einer 1,50? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, Schumacher. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, nicht? Was ich auch geil fände, so jetzt mal so drüber nachgedacht, so ein Formel 1, so ein altes Formel 1, weißt du, so, wo Niki Lauda zum Beispiel gefahren ist, weißt du? Da waren ja die Wagen und alles war ja noch ganz anders. Das wär auch mal geil, glaube ich. Würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken wollen. Hallo. So, wo geht's denn jetzt hier? Warte, ich lasse ihn vorbei. Fahr. Ja, wo geht's jetzt hier in die Boxengasse, Freunde? Ich weiß es überhaupt nicht. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Aber noch streikt ja das Benzin nicht, von daher ist eigentlich alles okay. Also würde ich trotzdem gerne mal... Ja, doch, es geht an der letzten Kurve, geht's irgendwo raus, glaube ich. Ich glaube, wenn wir hier... Ja, hier geht's raus, sehr gut. Da ging's raus. Raus. Entschuldigung. Raus aus dem Bunker. Entschuldigung, also manchmal geht's nicht mehr durch. Und ich kenne keinen Let's Player, bei dem das noch nicht so gewesen wäre, wenn ich ehrlich bin. Ist doch scheißegal. So, ja, das Ding mit den Reifen haben wir jetzt, glaube ich. Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher, ich glaube schon, ne? Oder? Ja. Nee, passt schon so. Ja. Fahren wir noch zwei Rundchen oder so? Ich mach mal gerade den hier. Wir fahren mal noch ein, zwei Rundchen und ich denke, dann ist auch okay, oder? Alter! Kati Kern wie immer auf der 22. Ich habe Kati Kern auch noch nicht besser. Habe ich den schon mal besser als 20 gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der war mal auf der 18 oder so, ne? Bin mir auch nicht sicher. Gut, Timo Glock war irgendwie auch bisher einmal besser als 20. Und das auch nicht im Rennen. Es ist schon peinlich. Es ist übrigens peinlich, dass er das gleiche Auto hat wie wir. Wir Platz 1 in der Gesamtwertung sind und er Platz 20 oder so. Das ist schon peinlich. Muss man einfach mal so... Alter, diese Kurve. Patz. Und wieder Reifenabrieb. Gummiabrieb, Entschuldigung. Gut, ist ja eigentlich auch Reifenabrieb, kommt das selber raus. Der Gummi kommt ja logischerweise von den Reifen. Wenn ich mich nicht täusche. Wobei soll der sonst kommen? Ich meine, es geht ja keiner mit so einem... Wie mit so einer Käsereibe über die Strecke und verteilt einfach mal so ein bisschen Gummi. Das wäre merkwürdig. Weiß ich nicht, finde ich nicht so geil. Ich glaube mittlerweile doch, dass es sich um einen Grafikfehler handelt, weil das war da gerade schon wieder. Das war da gerade schon wieder und das war, glaube ich, schon vorhin dort. Ich muss, wenn ich dran denke, werde ich in der nächsten Runde da mal langsam hinfahren und mir das mal angucken.
einfach nochmal kurz hingucken und weiterfahren. Dass ich auch, jetzt halte ich es dann doch für einen Grafikfehler tatsächlich. Muss ich mal gucken. Hui. Naja, 265 war jetzt das Maximal. Guck, wir haben wieder Profil auf den Reifen. Lustig, ne? Ach, hallo, Sergio Perez. Was ist los? Perez auf der 11? Ist nicht schlecht. Schumacher war, glaube ich, auf der 12, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Danke. Schön, dass er Platz macht. Huha. Bremse, Bremse. Och, Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Was hast du... Abgekürzt. Das ist nicht euer scheiß Ernst, oder? Wollt ihr mich verarschen? Weil ich mit meinem Reifen 2 cm über dieser hier Seitenmarkierung war. Die haben irgendwie einen Namen, ich hab ihn gerade vergessen. Wollt ihr mich verarschen eigentlich, sag mal? Sorry. Wollt ihr mich komplett verarschen? Weil ich hier über diese komische Seitenmarkierung 2 cm drüber bin mit meinem Reifen? Das ist doch ein schlechter Witz, Alter. So, hier ist meine Lieblingskurve. Abgekürzt. So, komisch, da sind sie ruhig. Oh, Alter. Linker Vorderreifen lässt grüßen. Möchte ich mal feststellen. Das klang nicht so gesund. Also, ich weiß ja nicht, wie es jetzt so in echt wäre, aber ich glaube, den Reifen könntest du jetzt doch schon... Oh, wegwerfen. Den Frontflügel mittlerweile auch. Den hätten wir, glaube ich, schon so oft austauschen müssen. Na, ist egal. Ohne 278 maximal. So, war das jetzt hier schon mit diesem merkwürdigen Grafikfehler? Ich glaube, wir sind schon... Nee, das müsste jetzt hier kommen. Das müsste jetzt hier irgendwo sein. Nö. Also das war hier, ne? Glaube ich. Ja doch, das war da. Da war jetzt irgendwie nichts. Vielleicht hätte ich auch weiter außen um die Kurve fahren sollen. Ich weiß es nicht. Eieieiei. Ich glaube, da liegen so Gummimatten, dass man schnell vom Speed runterkommt und nicht in die Bande reinrasselt. Kann das sein? Wir haben jetzt ganz schön Geschwindigkeit verloren auf den Dingern. Junge, Junge. Komm schon. Oh, beste Rundenzeit ever. Wie mies. Wer ist denn das? Ach, Button. Irgendwie ist einer von der netteren Sorte. So, Vorsicht. War es vor uns gerade Massa oder Alonso? Ihr habt nur irgendwas Rotes gesehen. Ich habe gerade nur irgendwas Rotes gesehen und dachte, hey, das einer von den beiden muss es sein. Einer von den beiden ist es auch. Ich weiß noch nicht genau, wer von den beiden. Also, weiß ich schon. Ne? Das ist Button, richtig. Und das ist Alonso. Sorry. Abgekürzt. Gleich mal 3000 Plätze nach hinten verschieben, ey. Gut. 240, 250, 270. Also geil ist die Höchstgeschwindigkeit tatsächlich nicht. Mit 293 gerade hier auf der Geraden. Ist definitiv ausbaufähig, möchte ich jetzt mal feststellen. Ich weiß, man kann ein anderes Setup nehmen, dass die Höchstgeschwindigkeit höher ist. Aber ganz ehrlich, die anderen fahren, glaube ich, auch nicht dauernd mit irgendeinem aggressiveren Setup. Es müsste eigentlich schon vom normalen Setup her, dass man immer gebraucht, normalerweise, also meistens, wie auch immer, dass man im Normalfall gebraucht. Selbst da sollte man schon auf über 310 Sachen kommen, eigentlich. Weil, ganz ehrlich, mit DRS auf dieser Strecke gerade mal eine 293 auf den Tacho zu kriegen, ist einfach bitter. Das ist einfach bitter, da kannst du mir nichts erzählen, es ist einfach bitter. So. Pastor Maldonado auf der 21.
Clash vor KTK an. So, tschüss. Sorry. Alk muss ja nein. Wir haben schon wieder Gummiabrieb auf den Reifen. Wir haben ja in letzter Zeit dauernd diesen Abrieb auf den Reifen, ne? So, der rechte ist jetzt wieder freigefahren. Der linke macht keinerlei Anstalten. Aber es kratzen die gleich runter in der Box. Pass auf. Da ist er nämlich noch drauf. Vorne, da ist er noch drauf. Das sieht man jetzt ganz gut. Da ist er noch drauf. Also wenn ihr 1080p guckt natürlich. Und jetzt ist er runter. Ist schön, ja. So, ich würde sagen, das reicht für die Folge. Ich beschleunige das Ganze mal. Wir sind eh erst da mit 2,2 Sekunden ab. Mit 2,241 Sekunden ab. Das ist doch... Mit 2 Sekunden Abstand, ist es euer Ernst? Haben wir mit 1,50... Im Qualifying wird die Zeit scheiße sein, das schwöre ich euch. Also sie wird auf jeden Fall nicht für Platz 1 reichen. So, weil ich das jetzt gesagt habe, wird es für Platz 1 reichen. Beschleunige doch mal die Zeit, Kumpel. Ah, schon besser. Theoretische PB, theoretische SB. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber scheinbar könnten wir nochmal knapp eine Sekunde besser werden. Wenn ich das richtig... Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich ist das, wie schnell wir theoretisch sein könnten. Aber... ja. Gut. Ich meine... Oh, Webber, Vettel auf der 3. Hamilton auf der 5, das ist okay. Ich meine, uns kann jetzt erstmal keiner gefährlich werden. Solange wir es unter die ersten 3 schaffen, ist alles easy. Und dann haben wir das Ding geschafft. Jetzt, selbst mit 30-facher Beschleunigung dauert das einfach noch ewig. Das ist doch furchtbar. Naja, ja, das... Noch 5 Minuten. Ja. Das war's schon mal für die Folge, also noch nicht ganz, jetzt kommt ja noch die Auswertung, dann werden die vielleicht noch was sagen, hey, wie, hey, ja, toll, dass du Erster geworden bist, freut uns. Was uns überhaupt nichts bringt einfach, aber ist egal. Das ist Platz 1, hervorragend, nimm diesen Schwung mit ins Qualifying. Ja, also du, wenn der 1,50,5,2 im Qualifying für Platz 1 reicht, dann nehme ich das doch gerne mit. Wer war es auch bei Red Bull? Ah ja, ja, ich hatte mit Button verwechselt. Ich bin doch blöd, ey. Wo ist ein Button eigentlich, sag mal? Alter, auf der 14? Was ist mit ihm, ey? Was ist mit ihm los, ey? Krass. Wo ist denn unser Kumpel? Alter, Schumacher auf der 19. Boah, das tut mir so leid für den, echt. Okay. Wie dem auch sei, ob es mir leid tut oder nicht, es ist so... Und wir sehen, und was auch so ist, ist die Tatsache, dass wir uns im Qualifying wiedersehen. Und zwar morgen schon. Tschüss, bis dahin.